Folge 14. Frankie wird verfolgt und denkt über Minigolf nach. Frankie muss echt mal wieder mit jemandem reden und landet deshalb bei Marlene in Frankfurt. Die macht aber nur, was sie will und interessiert sich überhaupt nicht für ihn. Als er dann 1 und 1 zusammenzählt, wird ihm klar, die muss beim Verfassungsschutz sein. Er flieht aus Frankfurt und wird wieder von dem dunkelgrauen Ford Transit verfolgt. Im Intercity Hotel in Wuppertal kommt er kurz zur Ruhe und denkt über Minigolf nach, bevor er sich wieder in den Fall stürzt und merkt, er ist verzettelt.